Hallo und willkommen zur Albenrevue. Heute geht es wieder einmal um die Band Yes. Es macht immer wieder Spaß, über Yes zu reden, auch wenn Außenstehende sich vermutlich denken, what the fuck. Die Entstehung dieses nächsten Albums ist komplex und es ist die Geschichte eines Blitzschlags, der in eine Flasche eingefangen wurde. Und das Ergebnis ist dieses Album hier. So. Drama war damals kein erfolgreiches Album. Ja, heute ist es ein Album, das sehr viele Verehrer hat, doch dies hat durchaus 20 bis 30 Jahre gebraucht, bis es soweit war. In den 80ern galt es als das seltsamste Yes-Album, da die Idee von Yes ohne John Anderson damals noch sehr, sehr unverdaulich erschien. Die Dramatour mochte aber relativ erfolgreich gewesen sein, aber es hatte wohl auch damit zu tun, dass viele gar nicht wussten, dass John Anderson und Rick Wakeman die Band verlassen hatten, um ihre eigenen Solo-Karrieren zu verfolgen. Die beiden Neulinge in der Band, der Sänger Trevor Horn und der Keyboarder Jeffrey Downes, hatten eine sichtlich entgegengesetzte Reaktion auf ihre Yes-Erfahrungen. Und gerade bei Trevor Horn war da ein klares Gefühl von okay, nie wieder. Ohnehin zog es Trevor Horn in die Richtung eines Produzenten. Und das war etwas, das er gleich nach der Dramatour mit Yes in Angriff genommen hatte. Und die Ereignisse überschlugen sich für ihn gerade, denn Trevor Horn sollte innerhalb von 18 Monaten zu dem einflussreichsten Produzenten der 80er aufsteigen. Und eine Menge Leute sind tief davon überzeugt, dass er der einflussreichste Musiker der 80er Jahre war. Ja, dass der Sound der 80er und der Produktionsstil der 80er zu weiten Teilen seine Schöpfung sind. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich kann verstehen, woher der Gedanke kommt. In 1981 produzierte er die extrem erfolgreiche Debütplatte The Lexicon of Love mit der Band ABC. Hierzu baute er sein eigenes kleines Team aus begeisterten Soundtüftlern und Tontechnikern, namentlich Ann Dudley, Gary Langan und J.J. Jeselnik. Es geschah zwar nicht über Nacht, aber die experimentelle Kultband The Art of Noise war damit geboren. Und darauf werde ich noch zurückkommen. Alles in allem, eine der einflussreichsten Sachen, die durch das Album Drama entstanden waren, bestand in dem Kennenlernen von Steve Howe und Jeffrey Downes. Steve Howe hatte von Yes langsam genug und da zeitlich die Supergroup ELP Emerson, Lake & Palmer endgültig in sich kollabierte, entstanden zügig Gespräche mit dem Schlagzeuger Carl Palmer. Der Rest ist Geschichte. Die Gründung einer anderen Supergroup namens Asia, die in den 80ern tatsächlich beachtliche Erfolge verbuchte und ziemlich große Hits hatte. Ich habe immer ein sehr gestörtes Verhältnis zu Asia gehabt, doch darauf jetzt hier einzugehen, würde deutlich den Rahmen sprengen. Das größere Problem bestand darin, dass damit auch Yes von innen implodierte, denn die Band bestand ab dem Punkt offiziell nur noch aus Chris Squire und Alan White. Im Grunde gab es kein Yes mehr, auch wenn nie irgendwelche besonderen Presseerklärungen zu einer Beendigung der Band gemacht wurden. Zumindest weiß ich davon nichts. Squire und White hatten auf jeden Fall keine Lust, die 80er in der Frührente zu verbringen. Und so begannen sie eine seltsame Ära von experimentellen Lineups und Bandprojekten, aus denen zwar nichts geworden ist, die aber bis heute die Fantasie der Fans befeuern. Mehr in dieser Zone des Was wäre wenn? Die bekannteste Variante davon dürfte wohl die Gründung eines Power-Trios mit Jimmy Page sein, mit dem Namen XYZ, was gleichzeitig eine Art clevere Abkürzung für X-Yes, X-Zeppelin stehen sollte. Das Trio hatte sich tatsächlich unregelmäßig getroffen und zusammen Musik gemacht. Es sind sogar Demoaufnahmen aus diesen Sessions bekannt, weshalb genau das Ganze dann ins Wasser fiel. Da gehen die Aussagen auseinander. Ich schätze, das Projekt hatte einfach nicht genug Eigenenergie. Als das Jahr 1982 einbrach, kamen einige Sachen zusammen.
Zum einen hatte Phil Carson einen entscheidenden Einfluss auf die kommenden Ereignisse. Phil Carson war ein Executive und Manager von Atlantic Records und nahm sich der übrig gebliebenen Splitter-Gruppe an. Seine Strategie bestand darin, Squire und White mit interessanten Musikern zusammenzubringen, in der Hoffnung, dass auf diese Weise ein kreativer Funken überspringt. Atlantic hatte also den Glauben an das Potenzial von Squire und White nicht aufgegeben, auch wenn sie nach den Maßstäben des damaligen Hip-Seins beide als sogenannte Dinosaurier galten. Auf diese Weise betrat der südafrikanische Gitarrist Trevor Rabin unser Sichtfeld. Rabin war der Gitarrist der Band Rabbit, die in Südafrika seit 1972 existiert hatte und zu diesem Zeitpunkt bereits aufgelöst war. Trevor Rabin versuchte nun seit Jahren in London und Los Angeles Fuß zu fassen und sich als Solokünstler hervortun. Immerhin machte er sich zunehmend einen Namen als Session-Gitarrist und Songwriter, doch er schickte seine Demo-Tapes durch die gesamte Plattenindustrie ohne viel Erfolg. Doch auf diese Weise landete sein Name bei Phil Carson auf dem Tisch, der Trevor Rabin mit Chris Squire und Alan White zusammenbrachte. Interessant fand ich ja, dass später auf der Bühne immer der Eindruck bestand, als ob die Rock-Dinosaurier Yes nun einen deutlich jüngeren Musiker in ihrer Mitte hatten, so eine Art Benjamin, der sie eben in die 80er beförderte und diesen jungen Esprit brachte, der nötig war. Aber das war ein wenig eine Illusion, eine optische Enttäuschung, denn Trevor Rabin ist keine andere Generation als der Rest der Band. Er ist nur ein paar Jahre jünger als die anderen, aber kaum mehr als 5 oder höchstens 6 Jahre. Wie auch immer. Auf diese Weise entstand die kurzlebige Band Cinema. Das Material, das die drei Musiker zwischen sich so auf dem Tisch gelegt hatten, bestand zu weiten Teilen aus Trevor Rabins Kompositionen, doch auch aus Themen und Motiven, die Squire und White zusammen mit Jimmy Page ausgetestet hatten. Wenn ich mich richtig erinnere, wandte sich Squire an Trevor Horn mit der Frage, ob dieser nicht der Sänger der Band werden möchte, was Trevor Horn ohne einen Gedanken daran zu verschwenden ablehnte. Squire ließ sich aber nicht so leicht abwimmeln und kam einige Wochen später erneut an mit der Frage, ob Trevor Horn nicht Cinema produzieren möchte. Chris Squire war nicht entgangen, dass Trevor Horn inzwischen komplett ein Hot Stuff geworden war. Und letztendlich ging es nicht darum, ob sich Cinema für Trevor Horn entscheidet, sondern es ging darum, ob Trevor Horn Lust und Zeit hat, diesen Gig zu übernehmen. Trevor Horn hatte längst begonnen, Malcolm McLaren zu produzieren. Die Zusammenarbeit mit Frankie Goes to Hollywood bahnte sich an. Die Zusammenarbeit mit Grace Jones befand sich am Horizont. Trevor Horn hatte längst begonnen, sich seine Reputation als ein Hitmacher zu festigen. Deshalb ist es eher amüsant, dass seine Frau Jill Sinclair, die Studio-Mitinhaberin und Horns Managerin, war, da erstmal eher das Gesicht verzog, so nach dem Motto: Was willst du mit den alten Typen? Die sind doch total out. Das schadet nur deinem Image, wenn du die produzierst. Trevor Horn willigte schließlich ein, aber machte deutlich, dass der Sound sich drastisch ändern müsste, damit das zu einem guten und zeitgeistig relevanten Resultat führen kann. Cinema befand sich inzwischen auf der Suche nach einem Keyboarder. Und die beiden Namen am oberen Ende der Liste waren Eddie Jobson und Duncan McKay, der zur selben Zeit viel mit The Alan Parsons Project aufgenommen hatte, während Eddie Jobson eher ein Prog-Rock-Zauberer war, der mit Curved Air, Roxy Music und Jethro Tull aufgenommen hatte, aber auch für die Gründung von UK verantwortlich war. Allerdings ist Eddie Jobson eine sehr massive Persönlichkeit, ein echter Exzentriker und rückwirkend hätte es mich wirklich gewundert, wenn er es länger bei Yes oder damals Cinema ausgehalten hätte, weil deren interpersonelle Mätzchen hätten ihn sicherlich nicht beeindruckt. So entstand diese sehr exotische Situation, dass Chris Squire sich an seinen alten Bandkollegen Tony Kaye wandte, der ja auf den ersten drei Alben von Yes spielte, und ihm vorschlug, sich der neuen Band anzuschließen. Das Quartett hatte auch einen Auftritt bei MTV, tatsächlich unter dem Namen Cinema,
was seinen gewissen Ärger nach sich zog, da es recht viele Bands mit diesem Namen gab und einige klagten auch sofort gerichtlich. Ich habe natürlich die heimliche Verschwörungstheorie, dass Phil Carson aus dem Hintergrund all diese Bands kontaktierte und ihre Abmahnungen mitfinanzierte, sodass er ein starkes Argument gegenüber Squire und White hatte, dass die Band sich doch lieber einfach Yes nennen sollte. Das habe ich mir gerade ausgedacht, aber das mit dem Namen war durchaus ein Thema, da Trevor Rabin nicht diesen Schatten über sich spüren wollte. Er hatte ja nie zugestimmt, dass er der Gitarrist in Yes werden möchte. Das sind natürlich Details, aber es ist wichtig zu verstehen, dass in 1982 es einfach nicht cool war, Mitglied von Yes zu sein oder Yes zu hören. Woher ich das weiß, nun, ich war da. Am Anfang der 80er hatte die Band das Image von veralteten, schwammigen Querulanten, die der Gegenwart so gar nichts anzubieten hatten. Die Sache mit dem Namen blieb erstmal ungeklärt, denn ein neues Problem bahnte sich an. Atlantic fand die Demos etwas unterfordernd. Ahmet Ertegun fand die Stimmleistung von Trevor Rabin und Chris Squire einfach nicht hip genug, um ein erfolgreiches Album zu stemmen, das sich in den Charts platzierte. Und zwischen Trevor Horn und Tony Kaye brachen allerlei Konflikte aus, da Trevor Horn natürlich den verspielten neuen elektronischen Sound wollte, während Tony Kaye angeblich nicht so begeistert war, sich ständig nur mit MIDI-Signalen zu beschäftigen. So schmiss es Tony Kaye wieder hin und verschwand. Viele der Keyboard-Aufnahmen auf diesem Album wurden dann von Trevor Rabin eingespielt. Es war aber klar, was als nächstes kommen sollte. Und natürlich war es wieder Phil Carson, der dabei aus dem Hintergrund seine Fäden zog. Und das Ganze fühlte sich ohnehin so an, als wäre es alles irgendwie von ihm entworfen und eingefädelt worden. Denn der Gedanke wurde in die Runde gestreut, dass man die Demo-Tapes vielleicht John Anderson vorspielen könnte. Und dieser fand die Musik dann tatsächlich interessant und willigte ein, ins Studio zu kommen und diese Stücke zu singen, vorausgesetzt, er konnte hier und da ein paar Veränderungen vornehmen. Ich kann mir förmlich vorstellen, wie Trevor Rabin bei diesem Vorschlag geächtzt hatte. Nun war natürlich Phil Carson auf der Überholspur, denn er machte deutlich, dass nun doch wirklich kein Argument dagegen spräche, das Ganze als Yes zu bezeichnen. Neue Demo-Bänder mit John Anderson wurden angefertigt und erneut Ahmet Ertegun vorgestellt. Dieser sagte zu, ein Yes mit Anderson am Mikrofon, das würde Atlantic gerne finanzieren. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Carson und Ertegun das bei Zigarren und Sherry lange vorher ausgeheckt hatten und es Schritt für Schritt anleierten, aber so, dass die Band das Gefühl hatte, es sei alles ihre Idee gewesen und vor allem, es sei alles unvermeidlich gewesen. Doch was auch immer hinter den Kulissen geschah, Eddie Jobson blieb nicht lange und flüchtete lieber. Auf dem fertigen Album kann man von ihm keinen einzigen Ton hören. Dafür überredete man schließlich Tony Kaye zurück, zumal er ein ehemaliger Yes-Man war und deshalb seine Präsenz der neuen Band mit diesem neuen Line-up eine zusätzliche Legitimität verleihen würde. Atlantic kannte in dieser Hinsicht ihr Publikum. Sie wussten sehr gut, dass Yes-Fans etwas pingelig sein können bei den ewigen Fragen, wer gerade an den Keyboards steht und wer in der Band singt und so weiter. Und so ward ein neues Yes geboren, mit Alan White am Schlagzeug, Chris Squire am Bass, Tony Kaye an den Keyboards, Trevor Rabin an Gitarre und Gesang und John Anderson am Gesang. Sah man sich die Credits auf dem Album genau an und hörte sich den Sound dazu an, war jedoch klar, dass das in gewisser Weise Trevor Rabins Band war. Er hatte die Gruppe komplett verjüngt. Und doch war es auch eine interessante, fast volatile Situation, denn es bestand stets die Gefahr, dass John Anderson seine neue Rolle in der Band als zu verkleinert ansieht und es den anderen deshalb irgendwann vor die Füße wirft. So ließen es die anderen doch lieber zu, dass er einige der Songtexte veränderte, doch auf der anderen Seite hielt sich, zumindest verglichen mit den alten Tagen, John Andersons Bestrebung, die Band zu kontrollieren, ziemlich zurück. Hierbei spielt er vermutlich eine Rolle,
dass John Anderson gerade in diesem Jahr am Anbeginn seiner kalifornischen Phase stand, die durch die drei Alben Animation, Three Ships und In the City of Angels repräsentiert werden, wo Anderson sich in einen waschechten Popstar der MTV-Ära verwandelte. Diese Alben bekamen zwar damals keine guten Kritiken, doch befinden wir uns bereits in einer Ära, in der die Kritik weniger wichtig ist und lediglich die wiederholte Präsenz auf MTV zählt. Somit war Anderson hinreichend mit seiner Solo-Karriere beschäftigt und musste nicht ständig die Kontrolle über Yes erlangen, wie in den Tagen von Tales from Topographic Oceans. Sehr auffällig ist der Synthesizer-Sound und vor allem der verstärkte Einsatz von Fairlight CMI, denn die Hard- und Software, die hier benutzt wurde, war de facto die Ausrüstung von Art of Noise. Und Gary Langan, Trevor Horn, JJ Jezelik, sie alle halfen Tony Kaye und Alan White, ein elektronisches Soundsystem zu konzipieren und zu programmieren, das man dann entsprechend auch auf Tour nehmen konnte. Die anderen Produzenten mit zeitgeistigem Ohr, die mit an Bord waren, waren Stuart Bruce und Julian Mendelssohn, die beide nebst Trevor Horn sichtlich zu jenen gehörten, die den typischen Sound der 80er geprägt haben. Da wurde im Hintergrund also viel Aufwand betrieben, um diese sperrige, etwas megalomanische Band aus den 70er Jahren stromlinienförmiger zu machen und tauglich für die 80er. Berühmt geworden sind allerlei Anekdoten, wie die oft wiederholte Geschichte, dass Trevor Horn wiederholt einen Assistenten in Alan Whites Aufnahmebox schickte, um unauffällig alle möglichen Becken von seinem Schlagzeugkit zu entfernen, weil Cymbals in dem Popsound der 80er relativ unpopulär waren. Und Trevor Horn liebte den straffen, hochgestimmten Schlagzeugsound von Stuart Copeland. Und das war eine Pille, die musste Alan White erstmal schlucken. Auch der Name des Albums war durch und durch typisch für die 80er. Es ist die Atlantic-Katalognummer, die hier als Titel verwendet wird. Das empfand man in den 80ern als cool. Aber ich kann leider nicht mehr erklären, weshalb. Die 80er waren nicht unbedingt rational. Allerdings war Yes nicht die erste Band, die das gemacht hatte. Auch wenn ich sicher bin, dass sie es im Sommer 1983, als die Aufnahmen langsam zu ihrem Abschluss kamen, geglaubt haben. Doch die deutsche Band Spliff war ihnen dabei zuvorgekommen und hatte bereits in 1982 bei CBS das Album 85555 veröffentlicht. Einst, wo ich glaube ich bereits eine Albenrevue vor einigen Jahren dazu gemacht habe. Doch werfen wir endlich einen näheren Blick auf das Album und die Musik selbst. Heute kann man sich kaum vorstellen, dass die Beifügung von Owner of a Lonely Heart eher spät ein später Nachgedanke war und Trevor Rabin, der das Stück geschrieben hatte, eher zögerlich dabei war, das Lied zur Verfügung zu stellen, da er es für einen anderen Künstler geschrieben hatte. Die Sache entstand aus einer gewissen Verzweiflung heraus, da Trevor Horn mit dem Album bis zu diesem Punkt etwas unzufrieden war und sich durch Trevor Rabins Demokassetten durchhörte, auf der Suche nach einem Goldnugget. Es ist aber auch interessant zu hören, was an dem Stück alles verändert wurde. Denn Trevor Rabin brachte es viele Jahre erneut heraus auf einem Soloalbum, in einer Form, wie er es ursprünglich vorgesehen hatte. Dennoch war es eine interessante Situation, dass John Anderson bei diesem Stück die Verse singt, während Trevor Rabin den Refrain singt. Solche Details gaben dem Album aber diese exotische Note, die es einfach interessant machte. Und das Stück ist auch überladen mit allerlei elektronischen Special Effects. Das lag wohl daran, dass zuvor Malcolm McLaren mit Trevor Horn und Art of Noise sein kultiges Debütalbum Duck Rock aufgenommen hatte, und dazu hatte er sich mit einem Aufnahmegerät in alle möglichen Clubs und Konzerte begeben, aber auch in die Musikszene von Südafrika. All diese Samples landeten dann in dem Fairlight, das noch im selben Studio stand, wo nun Yes ihr Album aufnahmen. Und Yes waren nie darum verlegen, sich bei solchen interessanten Quellen ganz schamlos zu bedienen. Allerdings besitzt das Lied auch die berühmte Horn-Section von Funk Inc., die für Malcolm McLaren gedacht war, die dann direkt auf dem Yes-Album gelandet ist. Diese Akzente wurden dann über ein Keyboard von Alan White eingespielt.
Owner of a Lonely Heart hat ein großartiges metallisches Gitarrensolo, dessen Fuzzy Sound einen interessanten Kontrast zu dem 80er Jahre Jazz-Funk-Groove darstellt, auf dem das Lied eigentlich getragen wird. Das Lied wurde ein massiver Smash-Hit in einer Dimension, mit der die Band vermutlich selbst niemals gerechnet hatte. Das Verjüngungsprogramm war erfolgreich abgeschlossen. Yes betraten damit auch die Welt der innovativen MTV-Videos. Der zweite Song auf diesem Album ist Hold On und das ist eine sehr gelungene, energetische Nummer, die bei Leuten, die dieses Album besprechen, sehr häufig fast übersprungen wird oder mit einer seltsamen Gleichgültigkeit behandelt wird, was ich nie so richtig verstanden habe. Denn dieser Song ist ziemlich gigantisch. Es ist eine typische Trevor-Rabin-Komposition, stark angereichert mit Beiträgen von John Anderson und Chris Squire. Es ist der eine Song hier auf dem Album, wo Alan White es sich nicht nehmen ließ, ein kinetisches, muskulöses Schlagzeugspiel zu präsentieren. Das Lied ist viel näher am Hardrock als die meisten Stücke auf diesem Album. Es hat diesen treibenden Shuffle-Beat im 6/8-Rhythmus. Das ist für einen Pop- oder Rocksong trotzdem noch immer ein recht untypischer Ansatz. Und in der Mitte kommt dieses wundervolle Gesangsintermezzo, das deutlich John Andersons Fingerabdrücke zeigt. Es ist aber auch ein gutes Beispiel für diesen positiven Effekt, den John Andersons Eingriffe in Trevor Rabins Songwriting haben. Zumindest empfinde ich es so. Denn der Song beschäftigt sich im Grunde mit einem eher trivialen Motiv. Darüber, dass Menschen, also wir alle, dazu neigen, Dinge anzufangen, aber sie häufig nicht zu Ende führen. Das ist ein netter, zeitloser Topos, aber als Song vielleicht etwas trivial. Hier scheint John Anderson einfach das Vokabular des Songs mit etwas mehr Grandiosem angereichert zu haben, auch wenn wir nun in gewohnter Manier darüber meditieren können, was es eigentlich ist. Aber das Lied besitzt plötzlich diese epische Dimension. It Can Happen ist der dritte Track und eine weitere Gemeinschaftsproduktion zwischen Chris Squire, John Anderson und Trevor Rabin. Das Stück ist ein gutes Beispiel dafür, wie diese kultige Prog-Rock-Band ihr Talent und ihre progressiven Tendenzen eben in eine etwas andere Richtung kanalisiert. Während die Stücke auf diesem Album eben keine riesigen 20-Minuten-Tracks sind mit 7 Gitarren-Solos zwischendrin, sondern alle letztendlich ein poppiges Format haben, findet die progressive und anspruchsvolle Umsetzung in den kleinen Details statt und in den einzelnen musikalischen Schichten, aus denen sich die Stücke zusammensetzen. Da ist also viel Filigranes im Spiel. Bei It Can Happen sind es die funkigen Gitarrensounds, aber auch Deepak Khazanchi, der hier ein Sitar-Motiv für die Band eingespielt hatte. Doch dies ist vor allem ein extrem atmosphärisches Stück mit diesen eindringlichen Stimmechos, die damals vermutlich gar nicht so leicht einzuspielen waren, wie es heute der Fall wäre. Hinzu kommen diese pathosgeladenen Klavierakkorde von Tony Kaye und der hypnotische Refrain und Squires Bass ist großartig bei diesem Stück. Wir müssen an dieser Stelle ein kleines Detail erwähnen, das bei näherer Betrachtung von großer Tragweite für Yes ist. Yes in den 70ern hatte ein sehr überzeugendes Gesangsmodell, das darin bestand, dass sehr viele Gesangsparts in Harmonien gesungen wurden. Hierbei sang John Anderson die Hauptmelodie und Chris Squire die Zweitstimme, nicht unbedingt immer nur tiefer, manchmal sogar höher. Chris Squire hatte eine starke Stimme, aber die Yes Harmonies, die übrigens ursprünglich von den Beach Boys und von Fifth Dimension inspiriert waren, bestanden aus 3 Komponenten. Da war auch die dritte, die tiefere Stimme, anfangs von Peter Banks gesungen und dann die sämtlichen 70er Jahre lang natürlich von Steve Howe. Nun, Steve Howes Stimme ist nicht wirklich schön, aber er ist ein extrem musikalischer Mensch und so war er imstande, wenn schon nicht schön, so doch sehr korrekt zu singen. Und seine Aufgabe war ohnehin, dem Harmoniegesang von Yes den tieferen Boden zu geben. Und Eddie Offord hat
paar Mal zum Ausdruck gebracht, dass es anfangs eine Weile dauerte, bis sie das mit seiner Stimme in den Griff bekamen. Aber im Grunde bestand seine gesangliche Rolle darin, dem Harmoniegesang der beiden eine zusätzliche, kaum spürbare Farbe zu verleihen. Niemand wollte bei Yes-Aufnahmen Steve lauter abmischen, als es nötig war. Nun springen wir also in das Jahr 1982. Trevor Rabin hat eine großartige Stimme. Eine, die qualitativ leicht mit Chris Squire mithalten kann. Und das will eben etwas heißen. Das bedeutet aber auch, dass die Gesangsharmonien auf diesem Album, bestehend aus John Anderson, Chris Squire und Trevor Rabin, großartig sind und zumindest bei dem Stichwort Harmoniegesang vermutlich auf dem höchsten Niveau, auf dem sich diese Band jemals befunden hatte. Man kann von dem Album halten, was man will, aber diese drei Stimmen zusammen, das ist wirklich eine beeindruckende Power. Und sie nutzen es natürlich schamlos aus und machen hier mit den Stimmen all die Sachen, die sich mit Steve Howe einfach nicht machen ließen. Vokalistisch ist das hier wirklich kein langweiliges Album, also das könnte niemand ernsthaft behaupten. Und It Can Happen ist nur eines von vielen Beispielen dafür, aber möglicherweise das auffälligste. Changes, der nächste Track, beginnt mit einem schiefen Rhythmus, bestehend aus einer Kombination eines Viervierteltakts und eines Sechsachteltakts. Alan White tobt sich hier mit allerlei weichen Schlägeln aus und spielt ein Xylophon oder ein Vibraphon. Und dann kulminiert das Lied in diese getragenen, geradezu cineastisch anmutenden Verse, wo man sich erneut von der großartigen Stimmqualität von Trevor Rabin überzeugen kann, während John Anderson die Refrains übernimmt. Das ist eine der besten Nummern auf diesem Album, aber ich empfinde das für mindestens 5 Stücke hier auf dieser Platte. Und erneut folgt hier so ein gigantisches Intermezzo. Dieses Wechselspiel zwischen Rabin und Anderson ist zwar aus einer gewissen Not entstanden, angesichts dessen, dass John Anderson relativ spät zum Projekt dazu kam und somit nicht mehr so viele Veränderungen vornehmen konnte. Er hatte es versucht, aber die anderen hatten da schon seit Monaten die Musik aufgenommen. Doch diese Duette, die auf diese Weise entstanden sind, geben den Stücken ein Gefühl von Dringlichkeit und so eine besondere Spannung. Und damit endet recht grandios die A-Seite. Die B-Seite findet beim Weiten nicht so viel Beachtung, wenn ich mir so andere Reviews hier auf YouTube anschaue. Aber ich liebe die B-Seite von dieser Platte. Da sind einige der abgefahrensten Stücke drauf, die Yes jemals aufgenommen hat. Es beginnt mit einem kurzen, zweiminütigen Instrumental mit dem Titel Cinema, was eindeutig ein Callback zu der frühen Phase dieses Projekts ist, als die Band noch Cinema hieß. Übrigens bekam die Band, glaube ich, für diese 2 Minuten einen Grammy, wenn ich mich richtig erinnere. Dieses kleine, jedoch dramatische Instrumental wird sogleich von Leave It ersetzt, dem vielleicht exzentrischsten Song auf diesem Album. Ein Stück, das zu weiten Teilen aus komplexen A Cappella-Mustern besteht, kombiniert mit einem deftigen 80er-Jahre-Drumcomputer. Die alten Yes-Fans haben den Track ziemlich gehasst, aber das Lied hatte eine ganze Serie aus Musikvideos von Godley and Cream nach sich gezogen und erfreute sich durchaus gewisser Beliebtheit auf MTV. Was wirklich erstaunlich ist, wie präzise die Band imstande war, dieses Stück live zu spielen, ohne dabei diese mechanische, geradezu roboterhafte Atmosphäre einzubüßen. Das ist also eine sehr exzentrische Komposition, geschrieben von Trevor Horn, Trevor Rabin und Chris Squire und eines der wenigen Stücke, in die John Anderson in keinster Weise eingegriffen hat. Der siebte Song auf diesem Album ist Our Song, geschrieben von der ganzen Band, aber vermutlich basierend auf Ideen, die John Anderson einbrachte. Zumindest klingt das für mich so. Dieses Lied findet vermutlich am wenigsten Beachtung auf diesem Album, aber ich liebe die treibende, rastlose Kraft dieser Komposition. Das Lied ist wie der Soundtrack zu einem modernen Roadmovie. Das Wort, das mir hier in den Sinn kommt, ist Kavalkade. Ich mag einfach die Energie dieses Stücks, aber auch diese ungewöhnliche und doch hypnotische Melodie, die einerseits ein wenig trivial anmutet, doch auf den Flügeln dieser großartigen Musik zu einer Hymne des Aufbruchs und des Eskapismus wird. Thematisch ist es kein schwergewichtiges Lied. Ich glaube, in den Lyrics geht es einfach um die Band auf Tournee. Und das ist kein untypischer Topos. Viele Rockbands schreiben Lieder über das Touren.
Der vorletzte Track auf diesem Album ist City of Love, ein rätselhafter, enigmatischer Hardrock-Song, geschrieben von Trevor Rabin und John Anderson, mit diesen großartigen, jedoch simplen Bass-Akzenten auf 2 und 3, die dem Lied eine gewisse Schwere geben. Es ist auch ein seltenes Beispiel für John Andersons Stimme in einem deutlich härteren, rockigen Stil. Das ist ein großartiger Track, der mir über die Jahre doch sehr ans Herz gewachsen ist. Das Album schließt mit dem Stück Hearts, das erneut eine Gruppenkomposition ist, aber eindeutig basierend auf melodischen Ideen von John Anderson. Das erkennt man dem Stück sofort an. Es ist die längste Nummer hier mit fast 8 Minuten und eine Nummer, die manchmal auch etwas übersehen und ignoriert wird. Doch im Verlauf der Zeit habe ich erkannt, dass das eines der besten Stücke hier ist. Ein wirklich grandioser Wurf, der uns durch mehrere Stimmungswechsel führt und ein unglaublich gut aufgenommener Song ist. Hier kommt nochmal alles zusammen, was diese Platte so großartig macht. Gesangswechsel zwischen Rabin und Anderson, herrliche Harmonien, Trevor Rabins hardrockige Gitarre, atmosphärische Xylophonklänge, inklusive eines wirklich deftigen Hammond-Spiels von Tony Kaye. Heute ist das hier vielleicht meine Lieblingsnummer auf diesem Album und ein faszinierender Balanceakt zwischen schnulziger 80er-Jahre-Popmusik und dramatischer 70er-Jahre-Prog-Rock-Ästhetik. Ein großartiger Abschluss dieser Platte. Dieses Album war ein großartiger Wurf und es war ein Beispiel für eine Prog-Rock-Band, die ihren Transit in die 80er mit Würde gemeistert hatte und mit einer Menge Cash in den Taschen. Ich konnte damals als Teenager gar nicht fassen, dass mir plötzlich Leute über den Weg liefen, die sich überhaupt nicht für Musik interessierten und trotzdem Owner of a Lonely Heart kannten. Wobei es dann in dem extrem visuellen Zeitalter der 80er Trevor Rabin oblag, die Projektionsfläche für die Rock'n'Roll-Euphorie der jungen Fans zu bieten. Anderson, Squire und Kaye waren dazu nicht wirklich geeignet, auch wenn man sie für die darauffolgende Tournee in möglichst exzentrische 80er-Jahre-Klamotten einpackte. Ich habe diese Tournee nicht gesehen. Ich war da noch 1 oder 2 Jahre zu jung dafür und würde Yes nur ein paar Jahre später bei einem ganz anderen Anlass sehen. Aber die Band hatte die 90125-Tour sehr gut im Griff. Es gibt dieses großartige Konzertvideo von Steven Soderbergh, der hier seine erste Filmarbeit ablieferte. Das Konzert wurde in Kanada aufgenommen und ist akustisch und visuell eines der tollsten Konzertvideos, die ich kenne. Im Nachhinein ist es erstaunlich, wie gut diese etwas verstaubte, querulantische Band den Übergang in die 80er Jahre gemeistert hatte und mit welchem Effekt. Das Album und die Tour waren ein riesiger Erfolg. Steve Howe hatte erzählt, dass ihm nach einem Asia-Konzert ein Roadie eine Kassette mit dem neuen Yes-Album zugesteckt hatte mit den Worten: „Hör dir das mal auf dem Heimweg an." Und Steve musste nach den ersten 3 Minuten das Auto anhalten am Straßenrand und konnte es gar nicht fassen, was er da hörte. Die Platte hat auch auf 2 anderen Gebieten starken Einfluss in den 80ern ausgeübt. Zum einen galt sie lange Zeit als eine Art Goldstandard für Top-Liga-Sound-Recording. Das war eine dieser Scheiben, der man nachsagte, es sei eine der am besten aufgenommenen LPs, nicht nur dieses Jahres, aber letztendlich dieser Ära. Und obwohl Trevor Horns Frau die Sorge hatte, dass Trevor Horn sich mit dieser Produktion lächerlich machen würde, zementierte dieser Wurf durchaus weiterhin seinen Status als ein Top-Produzent der 80er Jahre. Der andere Einfluss hatte mit Trevor Rabins Gitarrenspiel zu tun. Ich erinnere mich durchaus daran, dass für viele Leute für eine Weile Trevor Rabin zum Synonym eines bestimmten extrem effektiven Gitarrenstils wurde. Junge Gitarristen wollten wie Trevor Rabin klingen, denn sein Stil besaß diese perfekte Balance zwischen einem eher kommerziellen Hardrock-Sound auf der einen Seite, doch zugleich auch diese progressive Perfektion und Fingergewandtheit auf der anderen Seite. Alles in allem, gemessen daran, dass das hier Yes und dass das hier die 80er waren, ging dieses Album wirklich um die Welt. Man konnte im deutschen Fernsehen abends irgendeine TV-Show anschauen mit irgendwelchen Diskussionen und zwischendrin kamen Yes auf die Bühne. Das war sehr ungewöhnlich. Für mich repräsentiert diese Platte somit einen der ganz großen Meilensteine der 80er Jahre.
Und deshalb gebe ich dieser LP die höchsten Ehren mit 5 Sterne Ultra. Mir ist klar, dass viele hartgesottene Yes-Fans bis heute dieses Album ablehnen, aber ich finde es großartig, milde gesagt. Und ich habe diese Platte sicher schon 600 Mal gehört, also weiß ich hoffentlich, wovon ich rede. Doch Yes wäre nicht Yes, wenn all das mit dem nächsten Album nicht in Frage gestellt worden wäre. Doch dazu dann in einem späteren Video, wenn wir uns mit Big Generator beschäftigen. Macht's gut und bis dann.